Der Flugschüler muss den Tragschrauber dabei mindestens 5 Stunden alleine fliegen. Der Anfängerschüler ist insofern für uns eine etwas dankbarere Geschichte. Daniel Düsentrieb wäre sicher stolz, wenn er dieses Fluggerät entwickelt hätte. Der Erfinder jedoch war ein Spanier, Juan de la Sierra. Auf der Suche nach einem Flugzeug, das langsam fliegen konnte, ohne dabei einen Strömungsabriss zu riskieren, entwickelte er den Tragschrauber. Oder wie man auch meinen könnte, das Motorrad der Lüfte. Schon 1923 stieg das erste Flugzeug dieser Art zu seinem Jungfernflug auf. Seit 2003 ist der Tragschrauber auch in Deutschland zugelassen. Dank der Autorotation gilt der Tragschrauber als das sicherste Flugzeug der Welt. Seine maximale Abflugmasse beträgt 450 Kilogramm. Für den Start benötigt er maximal 120 Meter, zum Landen höchstens 20, je nach Windgeschwindigkeit. Auch seine Reichweite ist beachtlich. Bis zu 500 Kilometer weit fliegt dieser MTU Sport in 6 Stunden. Die Reisegeschwindigkeit liegt bei 160 Stundenkilometern. Mir besonders gefällt eben am Gyrocopterfliegen diese Wendigkeit. Du bist unheimlich wendig, du kannst in der Luft fast stehen bleiben, du kannst dich um 180 Grad umdrehen. Der Tragschrauber ist in aller Welt beliebt. Ob in Australien, wo Farmer mittlerweile ihre Herden damit treiben, oder in Südafrika, wo er für Patrouilleflüge über Diamantenminen eingesetzt wird. Für viele ist er das Ultraleichtflugzeug der Zukunft. Anschaffungspreis, Unterhalt, Wartung und Verbrauch sind erschwinglich. Jedenfalls im Vergleich zu anderen Flugzeugen oder gar Helikoptern. Delta Mike November, am Rollhalttiste 25 abgebrannt. Delta Mike November, wir haben den Wind aus 240 Grad mit 10 Knoten. Wir rollen auf die Bahn und halten an, stellen dann den Pneumatik-Waldschalter auf Flight, halten den Knüppel ganz vorne, haben die Bremse fest in der Hand, machen keine Feststellbremse rein. Auf der Bahn empfiehlt sich nicht, die Feststellbremse dran zu machen, weil da kann man sie auch nicht mehr vergessen. Dann wird der Prioritäter reingedrückt und wir beschleunigen den Rotor erstmal nur bis auf eine Drehzahl, wo die Kupplung kraftschlüssig ist. Das sind so 100 Umdrehungen. Und dann kommen wir mit dem Gas dazu und ziehen die Drehzahl bis auf mindestens 200 Umdrehungen hoch. Dann kommt der Knopf los, der Knüppel nach hinten, Bremse los und Vollgas. Und dann geht es auch in die Luft. Ich halte nicht viel davon, einen langsamen Start zu machen, was sehr viel geübt wird, dass eben so der Start lang gezogen wird. Wir machen das so ein paar Mal in der Ausbildung, dass man da mal mitkommt, wie das Ganze abläuft. Und sobald es eine sichere Sequenz gibt, wird dann auch wirklich mit Vollgas gestartet. Weil sonst ziehen wir ja nur immer mehr Bahn hinter uns und die Bahn, die rettend vor uns ist, die wird immer kürzer. Ja? Und man ist dann auch nicht wirklich fit für kurze Plätze, wo man dann auch mal loskommen sollte. Oder wenn es eben schwierige Bedingungen sind, wie hohe Plätze, wie irgendwelches schlechtes Gelände, hohes Gras, eine sehr schwer beladene Maschine, Hitze, ja? Dann ist dann auch wichtig, dass das Startverfahren zügig hintereinander läuft. Für den Endanflug gibt es verschiedene Verfahren, je nachdem, was man vorhat. Wir unterscheiden grundsätzlich erstmal in drei verschiedene Verfahren. Das eine ist ein Anflug mit einer leichten Gasunterstützung, wo aber nicht variiert wird. Wir wählen einfach dafür 2.500 bis 3.000 Umdrehungen. Es gibt eine leichte Unterstützung, dass es eben nicht ganz so krass runtergeht. Und das Seitenruder spricht besser an, weil es ein bisschen angeblasen ist. Das ist erstmal für einen Anfängerschüler ganz angenehm so anzufliegen, weil der Winkel nicht so steil ist, wie es nach unten geht. Delta Mike November, rechter Kern, Flugpiste 25. Delta Mike November, der Wind jetzt 240 Grad mit 14 Knoten. Mit 100 angezeigten Stundenkilometern, das sind dann irgendwelche echt 90, wird angeflogen. Schneller bringt nur Unruhe rein im Abfangbogen und langsamer ist unterversorgt, bringt es auch nicht wirklich. Natürlich kann man schneller anfliegen, man kann auch mit 180 anfliegen,
Aber das wird für den Anfänger dann doch eine sehr spitze Reaktion geben beim Auffangen und ist sehr ungeeignet. In aller Regel wird von Laienfluglehrern zu schnell angeflogen, weil die selber Angst haben, dass sie da zu langsam kommen. Und das schadet dem Schüler. Der kann das nicht so gut meistern, weil der Sinkwinkel schon sehr steil ist. Und der Blick dabei dann auch sehr schnell zu steil nach unten geht. Und entscheidend ist eben auch dann, wenn man da ankommt beim Landen, dass der Blick lang genug in die Bahn reingeht. Schaut der Kandidat zu steil nach unten, dann wird er nicht rechtzeitig merken, was zu tun ist. Ja, man braucht ungefähr 50 bis 70 Meter, die man vorausschaut, um einen guten Geber zu haben für das, was sich an vertikaler Bewegung gerade abspielt. Voraussetzung für den Erwerb der Tragschrauberlizenz sind eine 60-stündige Theorieausbildung und eine Praxisschulung. Der theoretische Teil gliedert sich in zwei Module. Im Modul 1, den allgemeineren Fächern, lernt der Flugschüler Wichtiges zu Luftrecht, Flugfunk, Navigation und Meteorologie. Modul 2, die speziellen Fächer, befasst sich mit der Technik des Tragschraubers und dem Verhalten in besonderen Fällen, einschließlich dem menschlichen Leistungsvermögen. Was wir mehr üben müssen, ist beim Tragschrauberfliegen das Startverfahren. Da kommt es eben auf die Sequenzen an, die man da vernünftig hintereinander abarbeiten muss. Es ist deutlich einfacher, ein Flächenflugzeug zu starten, als einen Tragschrauber sauber in die Luft zu bringen. Die praktische Ausbildung umfasst dabei 30 Stunden Flugausbildung. Der Flugschüler muss den Tragschrauber dabei mindestens 5 Stunden alleine fliegen. Der Anfängerschüler ist insofern für uns eine etwas dankbarere Geschichte, als dass der nicht mit irgendwelchen Voraussetzungen ankommt und irgendwelche Erwartungshaltungen hat, die nicht dann den Tatsachen entsprechen. Der kommt sich erstmal eben unvorbelastet vor und arbeitet sich da rein und erobert die Geschichte eben Stück um Stück. Und dabei ist es eigentlich eine sehr frustrationsfreie Schulung. Wogegen der Flächenpilot oder der Hubschrauberpilot, der eben meint, er kann schon fliegen, manchmal dann solche Ernüchterungsphasen hat, wo er dann sieht, eigentlich kann ich jetzt, ich kann einen Turbinenhubschrauber fliegen und ich habe Düsenjets geflogen und dieses Ding macht mir jetzt Probleme. Der Markt für Tragschrauber boomt. Dementsprechend gibt es in Europa immer mehr Hersteller, die ihre Modelle anbieten. Wer sich einen eigenen Flieger zulegen möchte, sollte mit mindestens 60.000 bis 70.000 Euro rechnen. Es gibt die verschiedensten Varianten. Es gibt einen offenen Gyrocopter, es gibt einen geschlossenen Gyrocopter. Man kann hintereinander sitzen, man kann nebeneinander sitzen. Es ist für jeden Geschmack etwas da. Wem der Anschaffungspreis für einen neuen Flieger zu hoch ist, hier ein Tipp. Viele Flugschulen verkaufen ihre gebrauchten Ausbildungsgeräte. Mit ein bisschen Glück kann man durchaus ein Schnäppchen machen und Geld sparen. Und allein mit der Anschaffung ist es natürlich nicht getan. Tragschrauberfliegen hat seinen Preis. Das sollte jeder wissen, der sich auf das Abenteuer mit dem Drehflügler einlässt. Denn einen Tragschrauber zu chartern, so wie es mit einem Flächenflugzeug möglich ist, gibt es selten. Für die meisten Flugschulen sind die Kosten für die Versicherung noch zu hoch.